Herr Vizepräsident, liebe Gäste, liebe Zuschauer, liebe Kollegen, ganz kurz von weg, Frau Poschmann, wenn Sie sagen, dass Sie im Sorge sind um die Rentner und um die Studenten, dann ändern Sie es. Sie sind in der Regierung, Sie brauchen es nur ändern, Sie müssen es einfach nur machen. Jetzt aber zu Ihrem Antrag. Wir halten Ihr Anliegen für eine gute und gerechtfertigte Sache. Kosten für über 5 Euro für ein Schulessen dürfen nicht zur Realität werden. Das würde viele Familien vor die schreckliche Entscheidung stellen, entweder einen Wocheneinkauf machen zu können oder den eigenen Kindern die Teilnahme an der Schulspeisung zu ermöglichen. Denn Essen ist kein Luxusgut, Essen ist lebensnotwendig. Daran kann kein Zweifel bestehen. Kein Kind sollte hungrig in der Schule sitzen. Wenn wir als Politiker das nicht gewährleisten können, dann sollten wir alle nach Hause gehen, dann haben wir offenbar unsere Aufgabe nicht erfüllt. In der Sache, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist es im besten Sinne ein unpolitisches Thema über Parteigrenzen hinweg. Allerdings, darüber sollten wir auch nicht vergessen, dass die Zubereitung von Essen dann doch eine hochpolitische Angelegenheit sein kann. Konkret, was wird gekocht, wie wird gekocht, wo wird gekocht und vor allen Dingen, woher kommt das, was am Ende gekocht wurde? Keine Frage, gesund soll das Essen sein, bezahlbar und möglichst vielfältig und frisch. Aber wir finden, womöglich sollten die Zutaten auch aus regionaler Herstellung und Erzeugung sein. Kurze Lieferwege sorgen etwa für eine deutlich bessere Qualität. Hinzu kommt der positive Nebeneffekt auf unsere heimische Landwirtschaft, die neben ihrer Aufgabe unserer Versorgungssicherheit sicherzustellen, auch die Landschaftspflege und Infrastruktur im ländlichen Raum verantwortlich ist. Aber da will ich ganz kurz mal zurückschwenken, 13 Jahre zurück, nämlich vor 13 Jahren hat Ihre Verbraucherministerin, Frau Tack, damals die Schulvernetzungsstelle Brandenburg gegründet. Und alles, was wir heute besprechen, alles, was wir letztens im Ausschuss besprochen haben, im Bildungsausschuss, alles, was da vorgetragen wurde, ist dasselbe, was wir vor 13 Jahren schon gesagt haben, im Sozialausschuss, Entschuldigung, ja. Alles das haben wir vor 13 Jahren schon gehört. Alles das hat sich nichts geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass wir heute viel mehr Kinder haben, die nicht essen gehen können und dass wir vor einer Katastrophe stehen, dass nämlich unsere Caterer kaputt gehen und dass die Eltern sich das Schulessen überhaupt nicht mehr leisten können. Aber, und da wieder zurück zu Ihrem Antrag, für mich spielt noch ein weiterer Faktor eine Rolle. Regionale und saisonale Ernährung hat auch einen pädagogischen Wert. Kinder lernen so, dass Wurzelgemüse im Winter und Erdbeeren im Sommer auf den Tisch kommen. Auch das gehört zu einer ganzzeitlichen Bildung dazu. Einige bringen an dieser Stelle dann das Argument der Kosten. Regionale Ernährung sei zu teuer, Caterer hätten ohnehin zu geringe Margen und können da keine Auswahl treffen. Ja, das stimmt. Die Margen sind zu gering. Das liegt aber auch an der geringen Marktmacht der einzelnen Caterer, die auch dann noch miteinander konkurrieren. Macht man die regionale Herkunft der verwendeten Produkte zur Bedingung, sieht das schon ganz anders aus. An den allgemeinbildenden Schulen des Landes Brandenburg lernen derzeit ca. 250.000 Schüler, die plötzlich alle regional versorgt werden müssen. Das kann auch kein Großhändler links liegen lassen. Wir müssen nur wollen, und das ist das, was ich zu Frau Poschmann vor uns meinte, wenn Ihnen die Leute so wichtig sind, dann ändern Sie es. Daher werbe ich für die Zustimmung zum Änderungsantrag der AfD, aber ich werbe auch für Ihren Antrag, weil er vom Grunde her ganz richtig ist in der jetzigen Krise. Kurz zu unserem Antrag der AfD. Wenn das Land die Kosten übernehmen soll, was gut ist und wichtig, damit wir a. die Caterer und b. die Eltern nicht alleine lassen, dann müssen wir als Landtag dringend vorgeben, was hier gewollt ist, nämlich gesundes, regionales und bezahlbares Essen. Das muss in den Ausschreibungen dann so dargestellt werden. Was wir weiterhin geändert haben wollen, und da sagen Sie ja als Linke, Sie wollen das gerne bis zum ersten Quartal 2024, das ist aus unserer Sicht zu lang. Die Krise ist ja jetzt gerade da. Ich glaube, ich hätte mich gerne auf das erste Quartal geeinigt. Wir haben darüber nachgedacht und haben gesagt, okay, vielleicht wäre es ganz gut, dass wir es bis Anfang des zweiten Quartals haben. Wir reden über eine ernsthafte Krise. Es verlieren Kinder die Möglichkeit, mittags eine warme Mahlzeit zu essen. Es verlieren die Köche und Angestellten ihre Arbeit.
Es muss doch in irgendeiner Art und Weise möglich sein, dass wir hier im Sinne unserer Bürger parteiübergreifend einen Weg finden für gesundes, regionales und bezahlbares Essen. Dankeschön. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.